Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen hier zurück bei MySheesh. Wie ihr seht, ab heute sogar mit einem schicken Mikrofon am Start. Ja, das sollte die Audioqualität einfach noch mal ein bisschen besser machen und erhöhen, um einfach die Qualität der Videos insgesamt ein bisschen besser zu machen. Ich habe mir gedacht für heute, wir machen heute mal so ein Einsteigervideo, dass einfach auch die Leute, die Shisha anfangen zu rauchen zu wollen, einen kleinen Überblick haben. Und ja, eines der wichtigsten Utensilien beim Shisha-Rauchen ist natürlich der Kopf. Und da wollte ich einfach mal einen sehr guten Einsteiger-Anfängerkopf euch vorstellen und empfehlen. Und hier daneben mir steht auch schon, die meisten werden kennen, das ist ein ja, reiner Standardkopf, also den kriegt ihr so gut wie in jeder Shisha-Bar, eigentlich jeder Shisha-Shop hat den. Und zwar geht es um den KS Apo. Der KS Apo ist, wie ihr ja schon sicherlich seht, ein Mehrlochkopf. Ja, warum Mehrlochkopf? Einfach weil hier unten ja mehrere Löcher drin sind. Das Ganze besteht aus einem Ton- und Steingemisch. Also es ist kein reiner Tonkopf, sondern auch besteht damit aus Stein. Der Stein hier drin quasi hat den Vorteil, dass Stein logischerweise die Hitze besser speichert. Klar, er braucht auch länger, bis er auf Temperatur kommt, aber er gibt die Hitze wesentlich besser weiter als reiner Ton. Des Weiteren ist er euch hier innen drin, ja, hier glasiert, einfach damit die Molasse nicht in den Kopf großartig einziehen kann. Das sieht jetzt bei mir schon ein bisschen benutzt aus, weil ich habe ihn jetzt ein bisschen was über ein Jahr. Und da sieht er dann einfach kaputt oder benutzt aus, ja. Also der Kopf kostet so zwischen 15,90 Euro bis 19,90 Euro. Es kommt darauf an, welche Version ihr habt. Ich habe jetzt hier noch mit die erste Version. Es gibt dann mittlerweile den KS Apo Eco und was weiß ich nicht. Also es gibt da verschiedene Versionen, auch mit unterschiedlichen Farben. Ich habe einen ganz normalen schwarzen. Ich zeige euch den jetzt mal hier ein bisschen im Detail, ja. Hier oben kommt dann der Tabak rein. Was viele noch machen und was ich auch mache, ist ein Kamin-Sieb rein zu tun. Ja, da habt ihr hier einmal zum Beispiel, übrigens, das ist jetzt alles nicht im Lieferumfang enthalten, also ihr kriegt wirklich nur den Kopf. Hier ein Einlegesieb passt hier perfekt rein. Ich nutze aber selber lieber das hier. Na, das ist jetzt ein Seflex-Sieb. Und das ist einfach so eine Siebplatte. Das reicht genau hier drüber über die Löcher. Und dann seht ihr, ihr habt zwar nicht mehr so ein großes Volumen, aber ihr spart euch einerseits Tabak und andererseits berührt der Tabak hier noch den Rand und kann die Hitze vom Kopf besser aufnehmen, was er ja bei dem Sieb nicht macht, weil das Sieb liegt ja einfach nur drin. So, dann habe ich auch schon alles wieder dazu gesagt, was ich groß erzählen wollte. Wir gehen jetzt über zum Kopfbau. Ich zeige den euch im Schnelldurchlauf und erkläre euch vorher kurz, wie ich den Apo baue. Den KS Apo zu bauen ist relativ einfach. Ihr schmeißt hier dieses Sieb rein. Das ist einfach auch dafür gut, dass euch die Löcher nicht verstopfen vom Tabak her. Schmeißt hier das Sieb rein. Ihr könnt es natürlich auch ohne machen. Und dann lockert ihr den Tabak in der Dose schön auf und lasst den ganz smooth und locker über den Rand fallen hier rein, dass der wirklich sehr, sehr locker drin liegt. Nicht andrücken. Wenn ihr andrückt, macht ihr euch einerzeit den Durchzug-Grip. Dann habt ihr kein ordentliches Rauchverhalten, weil es raucht erstens nicht und ihr müsst halt schwerer ziehen und euer Geschmack kommt nicht so gut durch. Deswegen ganz, ganz locker reinfallen lassen, so ungefähr auf Randhöhe. Ein bisschen drüber könnt ihr auch, kommt darauf an, wie tief euer Kamin sitzt. Ich baue immer gut auf Randhöhe und dann aufpassen, dass kein einziges Tabakblatt den Kamin berührt, sonst brennt euch das Tabakblatt hier oben fest und ihr habt durchweg einen verbrannten Geschmack. Genau. Und ansonsten hier den Rand, ne? Hier immer sauber machen und abwischen mit einem Tuch, weil der Kamin liegt ja logischerweise auf diesem Rand auf. Liegt ja auf diesem Rand auf und ihr verbrennt dann diese Molasse oder der Tabak, der auch dort hängt, wieder, indem er an das Metall kommt und ihr habt wieder durchweg einen verbrannten Geschmack. Das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Und dann zeige ich euch jetzt den Kopfbau im Schnelldurchlauf und dann rauchen wir den Apo mal.
Also Kopfbau habt ihr gerade gesehen, wie erwähnt, locker fluffig über den Rand der Dose. Lasst ihr das Ganze einfach locker reinfallen, verteilt das ein bisschen mit der Gabel und dann alles, was oben drüber steht, ein bisschen ja, andrücken, also nicht andrücken, aber ein bisschen runterdrücken, dass es euch halt nicht oben gegen den Kamin kommt. Ich verwende hier, wie ja eigentlich immer, wenn ich mit Kamin rauche, was ich nicht so häufig mache, verwende ich 3 Kohlen. Genau, und dann müsst ihr das Ganze jetzt anrauchen. Ich würde sagen, das machen wir im Schnelldurchlauf, weil das dauert 5 bis 10 Minuten. So, Leute, der Kopf ist jetzt angeraucht. Ja, ihr habt gesehen, ihr müsst ein paar Mal ziehen, dass das Ganze da ist. Die Kohlen lege ich hier ganz auf den Rand am Anfang und dann rücke ich die halt immer weiter nach innen, umso länger die Session halt dauert. Genau, dann im Kopf haben wir heute Amosa Grape Mint. Dazu kommt natürlich auch noch ein Review, also bleibt da dran. Ist eine Traube Minze. Und wir rauchen das Ganze heute auf der Moss Breeze mit einem blauen Silikonschlauch, mit einem Alu-Mundstück von Amy und einem Hygienemundstück. So, kommen wir zum Rauchverhalten von dem Kopf. Würde ich sagen, fangen wir als erstes an mit Rauchentwicklung und mit dem Durchzug. Ja, also Rauchverhalten, erstmal zum Durchzug, ja, es kommt natürlich darauf an, wie gesagt, wie ihr den Kopf baut. Wenn ihr den Tabak stärker andrückt, müsst ihr natürlich stärker ziehen. Allerdings, wenn ihr das jetzt so fluffig baut wie ich, dann habt ihr damit eigentlich überhaupt kein Problem. Ja, zum Rauch, es ist halt ein Mehrlochkopf, ja, da könnt ihr jetzt nicht eine Rauchentwicklung wie beim Funnel erwarten. Ihr habt da halt einfach ein bisschen weniger Rauch. Aber naja, sei es drum, gerade wenn ihr anfangt, ist das ja jetzt nicht unbedingt so wichtig. Und durch die großen Löcher, die ihr habt, habt ihr da allgemein einen ziemlich guten Durchzug. Ja, wie schmeckt der Kopf jetzt? Das ist natürlich auch immer vom Tabak abhängig, aber grundsätzlich habt ihr schon einen relativ guten Geschmack. Ja. Klar, bei einem Funnel holt ihr die Nuancen und alles ein bisschen besser raus, aber das sei dem Kopf verziehen, es ist halt ein Mehrlochkopf, ja. Und ja, gerade als Anfänger reicht das vollkommen aus. Gerade wenn ihr jetzt aber minzige Sorten raucht, die viel Kühle haben, dann wird es euch einfach brutal den Hals und den Mund zu eisen, ja, weil ihr könnt es einfach nicht andrücken, um die Minze ein bisschen zu unterdrücken. Grundsätzlich könnt ihr in dem Mehrlochkopf oder im KS Apo allgemein so gut wie jeden Tabak rauchen. Somo ist so eine Sache, der ist eigentlich für einen Funnel konzipiert. Und ja, schwarzen Tabak würde ich euch jetzt auch nicht unbedingt empfehlen, außer ihr wollt euch natürlich die Lunge raushusten oder ihr seid ganz hart und kriegt das ohne Probleme hin. Dann könnt ihr das natürlich machen. Ich rauche einen normalen Virginia drin. Ja, ansonsten, wenn ihr gerade feuchte Sorten raucht, klar, durch die Löcher, das läuft euch runter in die Bowl. Ihr seht jetzt schon, mein Wasser ist schon leicht gelblich. Ja, die Molasse läuft euch halt einfach runter. Wenn ihr eine Pfeife habt, wo ein Molassefänger dazwischen kommt, killt er euch zwar ein bisschen im Durchzug, aber ihr habt halt nicht dieses ganze Molassegesiffe in der Bowl. Ich nehme nochmal 1-2 Züge und dann würde ich sagen, wir kommen zum abschließenden Fazit. So, also gerade als Anfänger, ja, macht ihr mit dem KS Apo absolut nichts falsch. Er hat keine hohen Anschaffungskosten mit 15,90 bis 19,90, je nachdem welche Version ihr benutzt. Er ist relativ tabaksparend, also es gehen so um die 10 Gramm Tabak rein. Das ist voll okay, im Funnel baller ich 15 bis 20 Gramm rein. Ihr habt eine Rauchdauer von ungefähr einer Dreiviertelstunde, was ja okay ist. In dem Funnel könnt ihr natürlich doppelt so lange rauchen, aber er frisst halt auch mehr Tabak. Geschmacklich ist das Ganze gerade für den Anfang vollkommen in Ordnung. Ich persönlich bevorzuge Funnel trotzdem
immer. Ja, also ich rauche viel lieber Funnel als Mehrlochkopf, aber das ist immer eine persönliche Ermessensentscheidung. Wenn ihr für euch sagt, natürlich, jo, ich rauche lieber Mehrlochkopf, dann macht das. Wenn euch das besser gefällt, dann ja, sei das natürlich jedem freigestellt, was er raucht, wie er raucht. Ja. Ich habe den auch am Anfang gerade mit Alufolie geraucht, das geht auch super. Also lasst euch da nichts einreden. Wenn es euch schmeckt, dann ja, raucht das Ganze halt so. Ansonsten, ja, ihr macht auf jeden Fall gerade als Anfänger mit dem Kopf absolut nichts falsch. Ich würde jedem Einsteiger erstmal, um in das Shisha, in den ganzen Shisha-Kram reinzufinden, auf jeden Fall empfehlen. Ihr habt also einen guten Geschmack, einen guten Durchzug, er ist relativ günstig und tabaksparend und ja, diese Stein-Ton-Verbindung sorgt einfach für eine sehr gute Hitzeverteilung und ja, also auf jeden Fall gerade für den Anfang empfehlenswert. Und ansonsten bleibt mir damit nichts weiter zu sagen, außer lasst mir gerne ein Like da, über ein Abo würde ich mich riesig freuen. Und dann hoffe ich, dass ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Und bis dahin, macht's gut, bis zum nächsten Mal hier bei MyShish.